Wo sind denn noch zwei Strahler? Abbau, Abbau. Ich hab beim Abbau doch nur zwei Wege. Abbausektor. Eintritt Schwerelosigkeit. Geronimo! Ah, jetzt sehe ich die Strahlen auch. Wie soll ich da dran? Versuchen mal da rumzurennen. Warum sind überhaupt diese Teile? Das ist doch total mies. So, dann laufen wir mal. Eigentlich funktioniert ja sogar. Way. Cool. Okay. Jetzt erübrigt sich auch der Sinn, wie das alles funktionieren soll. Boah! Drecksviecher! Hilfe! Warum sind gerade die hier? Achtung! Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Tschüss, Geronimo. Wo ist das zweite Vieh? Da ist das zweite Vieh. Und wow, es gägt rum, es gelägt. Es ist tot. Oh ja, zum Glück ist es tot. Aber dass man um das Teil rumlaufen muss. Hilfe. Gut, ach so, wir können das Teil auch hier hinten. So, jetzt. Ja, du hast noch eine halbe Minute. Hör auf, so rumzustöhnen. Juhu! Und auf den Boden der Tatsachen. Danke. Jetzt kommen wahrscheinlich aber auch wieder Gegner. Hier kann ich nichts machen. Gut, dann heißt es jetzt nach oben. Der Schwerelosigkeit. So. Haben wir jetzt die Stase aufgefüllt. Nee, du. Ich habe keine Lust auf dich. Vor allem, eigentlich wäre das vom Horrorfaktor viel übler, wenn die sich wirklich besser verstecken würden. Ach, scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht?
Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich echt Scheiße gebaut habe. Ja, ein bisschen Feuer hat noch bei Elektrizität noch nie geschadet. Gut, dass ich mir selbst den Weg so sehr versperre. Oh, gut, dann müssen wir in 10 Minuten speichern. Damit wir auch noch etwas zu essen kriegen. Und das werden wir ja wohl hinbekommen. In 10 Minuten gibt's Essen. Uhu. Dann ist bei mir 7:30. Nicht, dass da noch mehr kommen. Baba da da da. So, und jetzt können wir das Teil endlich zum Teufel jagen. Ladung 8772 gezündet. Juhu! Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Liebe Leute, das, was die Kendra gesagt hat, ich glaube, das Spiel hat sehr starken Einfluss auf mich. Denn ich habe gerade ebenfalls gesehen, wie mein Bruder durch die Tür gekommen ist, in mein Zimmer, hat sich neben mich gesetzt und ebenfalls gewunken. Das Spiel macht mir Angst. Los raus hier. Mando! Eine Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Meine Güte. Ach, das gibt's doch nicht. Wieso hält er so viel aus? Wieso hält er so viel aus? Reicht das an Quarantäne? Danke. Quarantäne aufgehoben. Das war's hier aber. Gut. Wir haben noch 6 Minuten, bis das Abendessen serviert wird. Das hat man uns hier ja gerade schön in einer Durchsage erklärt. Puh, ich freue mich auf das Abendessen, was es auch immer sein mag. Angebratenes Nekromorphenfleisch. Mit überbackenen Boomer-Käse. Sehr schön. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Jetzt müssen wir hoffentlich wieder ganz zurück. Ich habe keinen Bock hier auf das. Heiße Angelegenheit. Ja. Wir dürfen wieder ganz zurück und ich hoffe, ich bin
auf den richtigen Knopf gekommen. Schauen wir jetzt einfach nach, wo wir hin müssen. Und vielleicht war das auch schon wieder ein ganzes Kapitel. Woo! Meine Güte. Ziemlich aufdringlich, der Kerl. Huh. Man hört doch was. Was ist hier kaputt? Nicht schon abgeblieben. Na? Da fehlt einer in der Familie. Da fehlt einer. Egal. Wir haben noch 4 Minuten bis zum Essen. Ich frag mich, was es gibt. Ein Halbleiter aus Gold. Kann man das essen? Ja, sicher. Und wir holen uns wieder 2 Energieknoten. Haben nicht genug Credits für den dritten. Und gehen jetzt nochmal fix an die Werkbank. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind sogar richtig. Ich gehe dann einfach mal davon aus, dass damit dieses Kapitel auch schon beendet ist. Man weiß es nicht. Aber damit kommen wir ja passend noch zu unserem Abendessen. Strahlenkanone. Wie viel haben wir? 1, 2, 3. Brie. Dann können wir von hier aus das erweitern. Wunderbar. Ja. So sieht das ganz schön aus. Dann wird jetzt gespeichert. Wenn ich noch die andere Hälfte von diesen Viechern kommen sollte. Und dann machen wir uns zum versprochenen Abendessen auf. Wo vielleicht mein Bruder auch mitkommen wird. Und ich habe die komische Einbildung, dass er nun auf meinem Bett liegt, den Kopf geschüttelt hat. Und nicht mit essen will. Ich werde alleine essen. Und deshalb sage ich nun, bis zum nächsten Mal bei Dead Space und lasst euch nicht verarschen, liebe Kinder. Tschö mit Ö.